Zuerst wird der Klebreis gespült und gereinigt. Nachdem der Reis gedämpft wurde, wird er schnell mit sauberem Wasser übergossen. Um ihn auf die richtige Temperatur für die Hefegärung abzukühlen, der abgekühlte Reis wird in einen Bottich gegossen. Die Meister vermischen den Reis und die Lauge mit großer Kraft im Bottich. Schließlich wird der Reis in ein Becken gebaut und mit einer Strohmatte abgedeckt. Um auf die Gärung zu warten, es gibt auch mehrere Verfahren, um die Hefe selbst herzustellen. Nach etwa 7 Tagen Gärung reift das Gebräu. Die Eierschalen fallen von selbst ab. Das Eiweiß wird zu milchigem Gelee und der Dotter wird sandig und orange. Was bedeutet, dass die Eier voll ausgereift sind? Ich erinnere mich an den Klebreis, der in der letzten Welt schwimmt, und an den hühnergelben Altar, der sich im Weinladen verändert. Der Ursprung des Weins ist der Einfallsreichtum der Familie Xu. Und der Wohlstand des Weins ist die Manifestation der Qianlong-Ära. Damals wurde der Reis auf Qualität gesiebt und die Eier auf ihre Vorzüglichkeit geprüft. Wenn sie gedämpft werden, steigen die Körner auf. Und wenn sie fermentiert werden, ist der Bodensatz wohlriechend. Versiegle den Altar, um zu speichern. Verstecke dich mit Reichtum, warte auf die Zeit, um zu öffnen. Gewinne überfließendes Lob voller Halle. Sein Gesicht ist das gleiche wie das der goldenen Krähe. Und sein Geschmack ist der gleiche wie der der grünen Sonne. Es ist frisch und erfrischend. Mit einem leuchtenden Abgang. Wenn sie es zuerst essen, wird es ihre Zunge nähren und ihren Geist erfrischen. Wenn sie es erneut probieren, wird es ihren Magen und ihre Därme öffnen. Und mit den gemieteten Bechern können wir unsere Tassen austrinken. Der Duft des Weines ist ungebrochen. Im Pinghu Trockeneier Cup 2013 Pinghu auf der Zungenspitze Essay-Wettbewerb schildert Deng Snaps Trockeneier Fugue die historische Entwicklung und den Geschmack von Pinghu Trockeneiern im Detail und zeigt den einzigartigen Charme der jahrhundertealten Marke. Der jahrhundertealte Braudrachenkrug aus Pinghu Trockeneiern ist 68 cm hoch und hat einen Durchmesser von 94 cm. Durch die Vererbung über Generationen hinweg hat Pinghu Bad Egg immer auf Qualität und ehrliches Management gesetzt und auf gutes Rohmaterial, Qualität und Technologie bestanden. In den mehr als 200 Jahren seit seiner Entstehung hat sich das Pinghu Trockenei von einem Nahrungsmittel für diejenigen, die anfangs versuchten, es herzustellen, zu einem Lebensmittel entwickelt. Und jetzt hat es sich zu einer lokalen Kultur und einer Basis für die Weitergabe des Handwerks der Herstellung von Trockeneiern in Pinghu entwickelt. Es wurde mit der Goldmedaille von Qianlong und der Medaille der Panama International Expo 1981, dem Zertifikat für hochwertige Produkte des Handelsministeriums 1981, der Goldmedaille der ersten China Food Expo 1988, dem Titel Chinese Old Brand des Ministeriums für Binnenhandel 1999 und der Liste des immateriellen Kulturerbes der Provinz Zhejiang 2012 ausgezeichnet. Dieses Videomaterial wird von Pinghu City Dragon Brand Bad Egg Food Co.